ich war früher sehr perfektionistisch. Also ich glaube, ich sollte vielleicht vorsichtig sein. Ich bin vielleicht ein bisschen immer noch so ein Grundkern. Aber ich war jemand, der einfach geglaubt hat, wenn man fest genug an etwas glaubt, wenn man sich genug bemüht, dann geht das. Egal, was es ist. Und irgendwie habe ich es bis dahin ja auch immer so geschafft. Über 20 Jahre hat Mariah McKimbroth auf und hinter den Bühnen dieser Welt gearbeitet. In Nürnberg hat sie die Berufsfachschule für Musical gegründet und geleitet. Infolge einer Operation infizierten sich mehrere Wunden. Dadurch erlitt Mariah gleich mehrere Blutvergiftungen. Der Höhepunkt oder der Tiefpunkt, je nachdem wie man sieht, war, dass ich einen septischen Schock hatte und ins Koma fiel. Und ich habe dann auch gemerkt, ich wusste gar nicht viel über Sepsis. Auch, dass du Spätfolgen hast, dass es nicht damit getan ist, die Sepsis zu überleben, sondern dass 75% der Menschen danach Pflegefälle sind, also wenn sie überleben. Und dadurch, dass ich das ja öfter überlebt habe, haben auch die Komplikationen dann natürlich zugenommen. Heute ist die 47-jährige Frührentnerin und schwerbehindert mit Pflegegrad. Ihre Schicksalsschläge möchte sie in etwas Positives umwandeln. Beispielsweise in Form eines Benefizkonzerts auf die Erkrankung aufmerksam machen. Wir wollen bis zum 23.04.2025, das ist der Weltsepsistag, 1 Million Euro zusammenbekommen. Gesammelt für die Deutsche Sepsis-Stiftung, damit wir eine Beratungshotline einrichten können, eine Service-Hotline, so ein bisschen wie die 110. Am besten natürlich mit den Krankenkassen und dass Menschen eben Hilfe finden direkt. An den Planungen für das Konzert sitzt die gebürtige US-Amerikanerin bereits seit 15 Wochen. Dafür hat sie gemeinsam mit Art Director André Sultan Sadeh ein kleines Musical-Ensemble auf die Beine gestellt. Das ist aber noch nicht alles. Also insgesamt wird es 20 musikalische Nummern geben in der Show. Die Show wird aber nicht nur aus Gesang bestehen, sondern es werden unterschiedliche Betroffene aus ganz Deutschland sprechen. Mariah McKimbroth möchte nicht nur sich selbst zurück auf die Bühne bringen, sondern auch anderen Betroffenen Mut machen. Am Sonntag um 16 Uhr findet das sogenannte Orpheum in Nürnberg statt. Die vor Ort gesammelten Spenden kommen der Deutschen Sepsis-Stiftung zugute. Eine Aktion, die Leben retten soll.